Aber gerade körperlich Behinderte werden noch gewaschen eigentlich immer. Ja. Das war echt witzig. Oh Mann. Sehr kreativ. Hey Tino, kennst du das, dass du dir irgendwie ein Mädchen anguckst und denkst, Alter, wenn die 18 ist, ist es bestimmt ein richtiges Brett. Ja, auf jeden Kennst Fall. Du, ne? Es gibt Leute, die warten gar nicht so lange. Die haben wir heute zum Thema. Warum ist denn eigentlich das Fenster noch auf? Wegen Luft. Okay. Und wegen Aber, Natur. Hallo, wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind die hochprofessionellen Radiomutatoren. Oh, peinlich, und also, Podcast. Was zwischen den Zehen hier, was Grünes. Warte, ich steck das gleich ist voll noch mehr peinlich rein. Im Radio. Pass auf, wie man das macht. Man nimmt sein T-Shirt. Wenn das die Leute sehen. Mm, ja, das ist noch ein bisschen Salat. Ich habe mir vorhin so ein Baguette gemacht. Geil. Richtig geil, Zwiebelbaguette. Mm. Mm. Hi, na, wir sind Brennpunkt Internet. Tino Ranacher und Robin Nosterafu TV. Oh, das bin ich. Das bin ja ich. Das ja, sind ja wir. Wie verhalten wir uns jetzt mit diesem Fenster hinter dir? Das bleibt auf, oder was? Du bist jetzt das hier der Fensterhitler, so nach, oder nach was? Nach Natur klingt das so ein bisschen jetzt. Als wären wir jetzt gerade in der freien Natur und Umwelt und schön. Okay, ist Alle heute die, Grün. Die Natursendung. Die große Natursendung heute. Aloha, ein oder saftiges. Ich kann es auch zumachen, wenn es ja. zieht oder wenn es sich stört. Naja, ich weiß nicht, ob man das akustisch vielleicht im Mikrofon hört und dann denken die Leute, die uns kontrollieren, ob wir ein toller Podcast sind. Oh, die sind aber unprofessionell, die nehmen wir nicht. Die haben ein Fenster Wir haben uns auf. Nämlich eingesendet. Oh mein, ja. Moment, ich sag den Satz nochmal, ich muss jetzt Hochdeutsch sprechen. Wir haben uns eingesendet, nicht wir haben uns eingesendet, wir haben uns eingesendet bei einem Podcast-Wettbewerb und womöglich ist dies der Podcast, den Sie hören, als allerersten Ersteindruck, ob wir denn nun was bringen oder nicht. Das macht wirklich Druck, das macht Druck, ich muss hier raus, Robin, ich muss aufhören, das macht Druck. Wir sind Brennpunkt Internet und fassen so ein bisschen die Geschehnisse der letzten Woche zusammen, besonders natürlich die Geschehnisse, die das Internet in Wallung versetzt haben, sollten. Die großen viralen Hitlers. Der letzten Woche. Viraler Hitler ist ein sehr gutes Stichwort. Das haben wir nämlich jetzt länger nicht gehabt, den viralen Hitler zu verkünden. Vielleicht haben wir diese Woche mal wieder die Chance dazu. Bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt spannend. Aber bevor es tatsächlich losgeht, vielleicht noch kurz ein paar Worte in eigener Sache. Tino, wie geht's dir denn? Ja, ich bin zwar eigentlich müde, ich habe wenig geschlafen, aber ich bin wach, komischerweise. Ich bin richtig gehypt heute. Oh, was du da erzählst. Ja, ich habe 4 Stunden geschlafen. Ich war irgendwie noch zum Lasertag gestern. Deswegen habe ich dich auch versetzt fürs Kino. Dumm. Ja, und ich war erst um 2 zu Hause und musste um 6 wieder aufstehen, weil ich noch ein Gespräch hatte, noch ein Meeting. Aber ich bin voll gut drauf. Und bei dir, Robin, wie geht's dir? Den Schlaf kann man den nachholen, wenn man Rentner ist, sag ich mir immer, ne? Eben. Ja, mir geht's super. Ich war nämlich nicht beim Lasertag, sondern habe mich für die clevere Alternative entschieden, nämlich ins Kino zu gehen zu Once Upon a Time in Hollywood. Ein sehr, sehr guter Film. Ein sehr, sehr guter Film. Auf jeden Fall nicht der beste Tarantino-Film. Aber nachdem ich ihn eine Nacht setzen lassen habe, hat er mir dann doch sehr gut gefallen. Aber ich kann vielen Leuten jetzt hier eine kleine Empfehlung geben. Geht da nicht rein, ohne ein bisschen Hintergrundwissen. Über was? Über den Tod von Sharon Tate. Darüber sollte man Bescheid wissen. Sonst ist dieser Film vielleicht, also man könnte sogar fast sagen, er ist schlecht, weil er hat nicht wirklich viel Story. Aber mit diesem Hintergrundwissen ist der Film sehr befriedigend. So. Also schaut ihn euch an mit diesem Hintergrundwissen. Guckt auch mal bei Google hier, Wikipedia, Sharon Tate. Wie ist die denn, ne? Sharon. Was ist passiert mit ihr? Sharon Tate. Wer hat sie geschwängert? Wer hat sie getötet? Ja. Was ist da los? Guckt euch das an. Und ansonsten noch eine kleine Sache in eigener Sache. Metal Gear Solid 3 kann ich nur immer wieder loben. Ja, habe ich hier nämlich zuhauf schon getan in diesem Podcast. Daraufhin hat sich jetzt eine Freundin endlich mal damit beschäftigt. Die gute Lassie hat sich mal herabgelassen, dieses Spiel auf Nintendo 3DS spielen zu wollen. Ist an der Steuerung gescheitert und hat es dann leider als Let's Play weitergeguckt. Das kann ich nicht empfehlen. Ist eine okaye Alternative, aber wenn ihr die Chance habt, spielt dieses Spiel. Und da vielleicht nochmal angeknüpft, die Leute, kennst du diesen Dark Souls-Effekt, von dem die Leute immer reden? Ja, klar, aber kannst du ihn bitte nochmal erzählen für die Zuhörer? Erklären du uns nochmal. Ja, wie heißt der nochmal? Der Dark Souls-Effekt. Genau, Dark Souls-Effekt ist, wenn du immer so getriggert wirst auf der Straße, wenn du jemanden siehst, der eine Pistole in der Hand hat. Und dunkle Hautfarbe. Genau. Nein, Dark Souls ist ein Spiel, beziehungsweise eine Spielreihe. Es gibt noch Demon's Souls, also die Souls-Reihe. Dazu gehören aber das ist auch noch Ballern, diverse oder? Ableger. Naja, nicht wirklich.
Also es gibt Blood Bowl, da ist ein bisschen mehr Schießen drin, aber im Blood Grunde... Blood Bowl kenne ich. Was? Bloodbohne? Blood Bowl. Bloodborne. Ach so, ich dachte Blood Bowl. Nein, und das sind einfach Spiele, die dafür bekannt sind, dass sie sehr schwer sind, aber sehr befriedigend, wenn man es quasi meistert. Und ich kann nur immer wieder den Leuten den Tipp geben, spielt jedes Spiel, was ihr kauft, auf schwer sofort. Denn erstens steigert das ein bisschen die Zeit, die man damit verbringt, wenn man irgendwie 60 Euro ausgibt und dann 8 Stunden später durch ist, irgendwie ein bisschen lame. Und man kann so künstlich diesen Dark Souls-Effekt erzeugen. Also, Empfehlung geht raus und macht das am besten mit Metal Gear Solid 3, denn das ist chronologisch der erste in dieser Geschichte. Unterbrich mich nicht, wenn ich über das absolut beste Spiel aller Zeiten spreche. So, hallo. Wir sind ein professioneller Podcast. Bitte, bitte votet für uns. Ich sag jetzt nicht, bei wem wir uns eingeschrieben haben beim Podcast-Contest, weil sonst injizieren da andere Podcasts noch ihren Scheiß. Nee, wir wollen ja gewinnen. Aber ja? jetzt googeln die bestimmt Podcast-Contest. Nein, das machen die nicht. Googelt lieber mal, was sonst so passiert in der Welt. Zum Beispiel haben wir die Themen Epstein, Zeuge muss Epstein. Verreckt sein. Ja, Epstein. Aber um diesen Reim zu machen, musste ich es jetzt deutsch aussprechen. Okay. Epstein, meine Fresse. Epstein. Dann haben wir noch die Insolvenzer. Schön. Gefällt dir? Ja. Und dann haben wir noch Hong kommt endlich zu Potte. So langsam, ja. Das wäre doch schön nach 10 Wochen, oder? Aber kommen wir doch mal rein. Wollen wir einen Jingle endlich mal einführen nach 30 Folgen? Die Themen. Wundervoll, besser geht's nicht. Wir haben noch einen Brief bekommen, den müssen wir auch noch vortragen. Ach, fuck, okay, vergesst den Jingle. Wir wollten hier gerade nochmal schnell untermauern, warum wir der beste Podcast aller Zeiten sind und diesen Preis verdient haben. Wir sind die einzigen Sendungsmacher hier bei Radio Lotte, ja, wo wir aufnehmen und auch ausgestrahlt werden, die Post bekommen, regelmäßig zumindest, und auch Geld geschickt bekommen. Wir haben hier Alufolie eingepackt in einen Milzbrandbrief, hier so einen Lappen aus Alufolie. 25 Euro. Krass, ne? Einfach so. Wir wissen nur nicht, wieso. Also wir haben den Brief noch nicht gelesen, sollte man dazu sagen. Wir haben nur das Bild gesehen. Da ist ein Bild von der Gamescom, ich glaube 2012 sogar. Ziemlich sicher sogar 2012. Holy shit. Und der Kollege, nach all den Jahren, hält uns die Stange. Okay, dir vielleicht nicht, die halten andere Leute die Stange, aber ja, deine Tinder-Dates. Und der ist immer noch am Start und hat uns diesen Brief geschickt. Tino, also schieß los. Ich kenne ihn ja nicht, deswegen kann ich ihn ja ganz objektiv vortragen. Ja. Surprise, Mofakas. Ja. 1, Ausrufezeichen. Hiermit möchte ich euch zu einem Brennpunkt-Hörerwunsch nötigen, damit mir eure höchst erotischen Stimmen immer wieder ein Tröpfchen in die Hose zaubern vermögen. In Klammern, natürlich nur sinnbildlich, eventuell auch sinnbetörend. Klammer zu. Als Thema würde ich vorschlagen, Medien als Mittel zur Manipulation. Oha. Also sehr ernst, da kommt schon die Polizei. Ja. Damit könnte zum Beispiel gemeint sein, dass es einen nahezu unendlich großen Pool an Ereignissen gibt, über die Nachrichtensender berichten können. Jedoch kann man aufgrund der Menge nicht über alles berichten und muss gefiltert werden. Durch die Auswahl ganz bestimmter Ereignisse können allgemeine Meinungen der Gesellschaft zum Teil in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Und da im Grunde alle Nachrichtensender über sehr Ähnliches berichten, muss es eine Instanz geben, die zu berichtenden Ereignisse auswählt. Nur ein Gedankenspiel. Soll nicht wie eine Verschwörungstheorie wirken. Des Weiteren sitzen im Vorstand einiger Sender Politiker, die nicht durch Zufall da gelandet sind. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie ihre Position für ihre eigenen politischen Interessen nutzen. Oh. Ihr müsst euch aber nicht nur auf Nachrichtensender beschränken. Medien im Allgemeinen sind gemeint. Das soll mal als Hilfestellung reichen. Falls ihr denkt, dass dieses Thema nicht genug Stoff liefert, um eine Stunde zu füllen, könnt ihr ein Thema eurer Wahl hinzufügen. Wenn ihr das Thema scheiße findet, nehmt einfach ein anderes. Okay. Wäre für mich auch in Ordnung. Ich rede eine Stunde lang über Metal Gear Solid 3. Ja, euch sei kreativer Spielraum gegönnt. Im Endeffekt wollte ich nur einen weiteren Brennpunkt-Hörerwunsch zum Anhören haben und diesen unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass dabei was Tolles bei rumkommt und mit Freuden werde ich lauschen. Als Zeichen meiner Wertschätzung lege ich sogar 5 zusätzliche Euro hinzu. Ah, aber denkt daran, nicht alles auf einmal ausgeben, XD. Dann das Bild und dann Build Quality at its finest. Ich bin der, der sich Robins Arm ins Arschloch gönnt. Feuchte Grüße, Fatih aus Aachen. Vielen Dank. Also, ich verstehe nicht ganz, weil dieser ganze Brief war halt nicht in einem Briefumschlag drin, also wie das dann hier lebend angekommen ist, auch mit dem Geld, dass wir das Geld bekommen haben. Der wurde geöffnet, glaube ich, der Brief.
Das ist ganz schön frech. Also ich glaube, da sollten wir dieser Sache mal investigativ und auf die Spur gehen. Was hier bei Radio Lotte passiert, ist einfach unsere Briefe. Die Leute sind neidisch, ne? Wir sind wirklich die einzige Sendung, die hier Briefe bekommt. Geschweige denn Geld. Also Geld bekommt hier keiner außer uns. Also vielen Dank an dieser Stelle. Wir gucken uns mal alle an. Oh, da kommen sie jetzt, die Stars. So. Mm. Ich habe schon einmal Spucke abbekommen, als ich hier reingekommen bin. Ist doch nett. Ja, in den Mund, oder? Ich habe dann Fetisch. Das geil. Wissen die noch nicht. Okay, auf jeden Fall vielen Dank. Vielleicht für Leute, die jetzt das erste Mal zuhören und nicht Bescheid wissen, Brennpunkt-Hörerwunsch kann man für 20 Euro auf PayPal kaufen. Oder man schickt natürlich hier so einen schönen Milzbrandbrief vorbei und macht das in bar. In hier, Alufolie eingewickelt. Besonders, wenn man so einen 20-Euro- und einen 25-Euro-Schein hat. Ich glaube, der will einfach sehen, wie wir uns töten hier live in der Sendung, weil das kann man sehr schlecht durch zwei teilen. Ich gebe dir das einfach. Nee, wir haben doch... Ich hab's doch. Wir haben doch eh gesagt, dass ich ja diese Sachen bezahle und deswegen das an mich geht. Aber haben wir nicht inzwischen so viel jetzt Geld bekommen von den Hörerwünschern, dass wir jetzt für 20 Jahre... Mindestens. Soundcloud Premium bezahlt haben. Mindestens. Ja, Soundcloud Premium waren, glaube ich, 9 Euro oder so im Monat. Mhm. Also ah ja, danke okay, an dieser Stelle. Ja. Genau, aber Dank. Kommen wir doch langsam mal zu den Themen. Bevor ich aber zu den Themen komme, nochmal die Anmerkung. Als ich hier reingekommen bin, habe ich zu dir gesagt, wir müssen echt ein Stück professioneller werden. Wir müssen uns eintragen, wenn wir die nächste Sendung machen, muss ich mir das mal aufschreiben, damit ich das nicht immer vergesse. Und ich muss auf die Uhr gucken. Haben wir nicht gemacht. Ne? Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich dachte, es war 9 nach, aber ich bin nicht ganz sicher. Wir kamen ja erst 5 nach rein, dann 4 nach fing es an. Naja, zur Not wird halt bei der Radiosendung, die ja theoretisch, eigentlich muss nur die Radiosendung genau eine Stunde lang sein, da können wir das mit dem Leserbrief auch zur Not rausschneiden, falls wir jetzt krass überziehen. Also gehen wir jetzt mal von 9 nach aus. Genau. Okay. Schön, hallo. Auch gut für euch zu wissen. Ja, liebe Leute, na, wie geht's? Wir haben hier mannigfaltig Themen im Sack dabei und besprechen die doch einfach mal allen voran. Und diesmal original englisch ausgesprochen, Epstein. Oh. Oder wie du ihn gerne nennst, Epstein. Ja, Epstein, Zeuge muss verreckt sein. Ich habe es nur durch dich mitbekommen tatsächlich, weil ich ja keine Nachrichten lese derzeit. Und der ist da stehst du einfach drüber. Nachrichten, Weltgeschehen, das ist juckt egal. Dich erstmal nicht. Okay. Geht mich ja nichts an, wenn wieder irgendwer ertrinkt oder so, ist ja nicht mein Ding. Ja. Nicht mein Bier. Jedenfalls ist es doch so gewesen, dass er verhaftet worden ist. Wegen was nochmal? Naja, allerlei. Ne? Der war jetzt länger in Gefängnis. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ja. Der war angeklagt. Dankeschön. Der war angeklagt. Wer ist denn da? Ja, also hinter Tino ist so ein Fenster und da kann man auf die Straße rausblicken. Ist auch egal. Übrigens, Alter, in Once Upon a Time in Hollywood, ne? Da spielt eine Person mit, die ist so. Was ist ein 1 zu 1, aber nicht ganz? Sagt man da 0,9 zu 1 oder 1 zu 0,9? Ein Pendant dazu? Oder? Ja, also da spielt 1 zu 1 eine Ex-Freundin von mir mit. Und das war, also da hat mir auf einer Seite das Herz gelacht und auf der anderen Seite das Herz geweint, weil ich habe sie neulich zum Geburtstag angerufen, da war sie irgendwie ein bisschen komisch und das fand ich schade. Ich finde es eigentlich gut, wenn man da immer so ein gutes Verhältnis hat. Ist aber auch egal, auf jeden Fall. Marco, bist du so? Das ist die Tochter von Amy McDowell. Ich weiß gar nicht, wie sie selbst heißt, aber sie spielt so eine Hippie-Frau. Hm. Eine ganz nette. Da bist du getriggert worden oder hast einen Flashback bekommen. Ich habe mich, für Herodes verwende ich das Wort, ich habe mich re-verliebt in dem Moment. Ja. Nee, aber jetzt kommen wir endlich mal zu den Themen, wo wir gerade von Reh verliebt. Es gibt ja Teenager mit unschuldigen Rehaugen und in die hat Epstein reingemacht. gute Überleitung. Ja, also der war auf jeden Fall im Nicht-Zeugenschutzprogramm, der war in der Suicide Watch, weil er suizidgefährdet war. Der war jetzt schon, also das ist ja schon ewig irgendwie, dass er, also wir fangen ganz von vorne an. Der hat Sexpartys gemacht auf seinen Inseln, die Orgy Islands heißen. So weit, so normal. Ja, überhaupt nicht irgendwie on the nose. Dann hat er Leute per Flieger dorthin geflogen und dieser Flieger... Den nannte er Lolita Express. Auch bis dahin völlig normal. Ja, man könnte ihn auch irgendwie Los, wir ficken kleine Kinder Express nennen. Das wäre vielleicht... Treffender? Ja, naja, ähnlich. Auf jeden Fall habe ich übrigens gegoogelt, Epstein Lolita Express, um zu gucken, ob es wirklich Express war. Ja? Hm. Oder ob das irgendwie... Nee, Epstein Lolita habe ich gegoogelt, genau. Und da habe ich dann eine Meldung bekommen. Warnung, Kindesmissbrauch ist illegal. /google.de, blablabla, hier finden Sie Hilfe. Also ich bin jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner Liste. Müssen nicht Pädophile manchmal Straftäter aufgezeigt werden auf irgendeiner Karte oder so? Das
Kann gut möglich sein. Also vielleicht bin ich jetzt auf so einer Karte. In manchen Staaten. Ich wollte doch nur mal an Bord des Lolita Express. Mann. Als Fahrer. Ja. Meine Fresse. Ja. Der hat auf jeden Fall Sexpartys auf seinen Orgy Islands gemacht. Und da waren ranghohe Politiker, berühmte Leute, allem voran. Und der ist jetzt auch am meisten noch im Kreuzfeuer. Prinz Andrew, der zweite Sohn von der Queen. Oh, war ja. Und also ich weiß nicht, das habe ich noch nie gehört, dass irgendwie im britischen Parlament Pädophilie ein Thema ist. Nein, oder Inzest. Das ist mir ganz bei neu bei allen, grade. Aber nicht bei denen. Ja, also da kann ich mich nicht, also ich glaube der Prinz Andrew, nein, dass der jetzt irgendwie so Minderjährige angefriedet hat. Das muss ein anderer hat. Prinz gewesen Andrew, sein, ja. Prinz Andrew. Von denen gibt's ja einige. Andrew Prince heißt er vielleicht. Ist das nicht dieser Sänger, der hier Kiss gesungen hat? Genau, der war der das. Ist das, siehst du, obwohl er schon tot ist. Ja. Ja, genau. Und ja, dieser werte Herr Epstein, der war ja auch Multimillionär und alles, auch relativ großes Tier, viele hatten mit ihm zu tun, unter anderem auch Trump, wo man da aber sagen muss, dass er sehr früh irgendwie ihn von seinen, also Trump hat Epstein von seinem Orgy Islands, also irgendeine eigene Maritlage, ich weiß es nicht wie. Konkurrenzveranstaltung ja. Bestimmt. Ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt, aber da hat er ihn mal verbannt, weil er irgendwie so eine 17-Jährige angefummelt hat oder irgendwie sowas. Die aber eigentlich Trump seine war. Ja, genau. Genau. That's my daughter. Ja, so, der war jetzt auf jeden Fall im Knast, aber quasi nicht so ein Gefängnisknast, sondern so ein spezial irgendwie selbstmordgefährdeten Suicide Watch Ding. Mhm. Und dann begab es sich, er quasi Kronzeuge, ist das Zeuge? Ja, auf jeden Fall waren seine Aussagen noch nicht so ganz, er hatte sehr viel belastendes Material theoretisch. Auch gegen andere. Diese ganzen Leute, die eventuell in diesem Ring, wir wollen jetzt mal nicht so verschwörungstheoretisch unterwegs sein, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ranghohe Leute sich da so irgendwie organisieren. Weil wenn du irgendwann 10 Millionen hast und jeden Tag eine andere Frau oder so, da irgendwas brauchst du noch, um einen Kick zu fühlen. Irgendwas fehlt mir. Und ich weiß nicht, warum die Leute dann nicht irgendwie Fallschirmspringen gehen, warum die dann immer an kleine Mädels rangehen. Aber das ist ein Missverständnis, glaube ich. Das ist ein Missverständnis, erklär uns mal. Wenn sie dann sagen, irgendwas fehlt mir noch in meinem Leben, ich habe eine schöne Frau oder auch jeden Tag andere Frauen, irgendwas fehlt noch, da kommt dann die Mutti und sagt, ach Schatz, du brauchst ein Kind. Ah, ah. Ich verstehe. Mutti, ich verstehe. Bist du versaut, aber ja klar. Okay, während er auf jeden Fall über Nacht da eingesperrt war, ich glaube, er war dann nicht mehr auf Suicide Watch oder so, die hatten ihn dann wieder verlegt, ist auch völlig egal, das war kameraüberwacht, die Kameras sind ausgefallen ganz in dieser zufällig. Nacht. Ganz zufällig, verflixt nochmal. Und die Wachen haben angeblich auch geschlafen. Oh. Also alles ganz mysteriös und am nächsten Morgen war er tot. Vermeintlich Suizid, aber ja, ne? Man könnte jetzt behaupten, vielleicht profitieren davon ein paar Leute, wenn er nicht aussagt und einfach über Nacht stirbt. So, dann habe ich jetzt auch was gelesen, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe, dass es einen Deadman's Switch gibt und dass Leute vermuten, dass er sowas vielleicht sogar auch hatte. Das wird verwendet bei Leuten, die zum Beispiel Züge fahren, wenn die irgendwie einen Herzinfarkt kriegen oder in Ohnmacht fallen, merkt das dieser Chip oder was auch immer und dann hält der Zug an, weißt du? Aha. Das ist quasi so verbunden, damit dieser Zug dann nicht entgleist und aber 100 ist ja Leute kein Zug sterben. Gefahren. Ist er nicht, aber vielleicht waren mit seinem, wenn er sowas hatte, mit seinem Deadman's Switch irgendwie so ein Riesennetzwerk an, weißt du, irgendwie Telefonlisten oder irgendwas, irgendwelche Netzwerke online, die dann einfach abgeschaltet werden, sobald er tot ist oder so. Könnte ja sein. Ach, wie krass. So eine Art Sicherheit. Ja. Das war jetzt nur das eine Theorie. Das ist ja cool. Ich finde es ziemlich faszinierend. Das ist jetzt überhaupt nichts irgendwie, was auf Fakten beruht, aber ich fand die Idee ganz faszinierend. Und also, dass das auf jeden Fall existiert, das ist wahr. Also Dead Man's Switch kann man Das ist ja auch nur die Oberfläche, ja. Da ist ja noch viel mehr passiert. So, dass ja auch viele Namen schon gedroppt worden sind, wer da so dabei war. Ja. Und es ist natürlich die Frage, ist es wirklich ein dummer Zufall, dass der Herr Epstein jetzt das ist ein ganz dummer sich umbringen musste, war er so depressiv und hatte Angst vor den Folgen dieser Verhaftung. Und ich glaube, das ist eine Kette von dummen Zufällen, dass die Inseln Orgy Islands hieß und Lolita Express, das sind alles so ganz, ganz komische Zufälle. Wir dachten, die sind 18, ja, sahen so alt aus und es gibt auf jeden Fall mehrere Anklagen von damals minderjährigen Mädels, die Aussagen jetzt haben, getätigt haben und auch so kleine Beiträge wurden gemacht, so Kurzdokus und so habe ich mir angeguckt. Eine zum Beispiel, die mit 17 da richtig ausgebildet wurde, wie es der Herr Epstein gerne wollte. Und dann war irgend so ein Pastor oder so, ein Pfarrer oder so da. Da musste sie da halt auch mal ran.
Und irgendwann sollte sie nach Thailand fliegen, sollte da so eine Thailänderin holen, um die da quasi zu akquirieren. Und hat dann aber da einen Mann kennengelernt und hat sich dann da so ein bisschen davon gemacht. Und die hat jetzt nach Jahren, hat sie jetzt ein eigenes Kind, das hat mich sehr an dieses Michael Jackson-Ding erinnert, hat ein eigenes Kind und dadurch gemerkt, irgendwie, ich muss da mal was sagen. Kann man natürlich jetzt auch sagen, die lügt oder sonst was, aber das sind auf jeden Fall die Fakten, dass diese Frau existiert. Ich weiß gerade leider ihren Namen nicht. Und dann gibt es halt so hunderte seitenweise Dokumente, wo diverse Leute irgendwie erwähnt werden, unter anderem auch Matt Groening von den Simpsons, der wohl nur irgendwie mit den Füßen dabei war und nicht mit dem Glied. Also er war vor Ort, aber das... Er war in diesem Lolita-Express und eine von diesen Minderjährigen sollte ihm die Füße massieren oder so. Mhm. Also alles ganz absurde Scheiße, aber im Endeffekt... Was ja nicht illegal ist, unbedingt. Ja, aber es ist schon ein bisschen seltsam vielleicht. Ja, sicher. Das sind halt Künstler, Robin, das musst du verstehen. Okay. Sie haben ihre eigenen Macken und es ist alles in Ordnung. Alles erlaubt, wenn es keinem wehtut. Aber wenn alle freiwillig damit mitmachen, ist doch alles in Ordnung. Der Jeffrey Epstein, das war ein ganz großer Künstler. Die haben halt so ihre Macken. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum ist es immer wieder sowas? Warum jetzt mal wirklich dieser Gedanke mit dem Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping oder sonst was so, weißt du? Warum ist es immer nur, ja, wir machen irgendwas mit Minderjährigen. Warum fällt dir nichts Kreativeres ein so? Ja, weil sie halt die Macht dazu haben. Warum fliegen die nicht auf den Mond oder so? Das wäre zu einfach, glaube ich. Meinst du? Das sind ja auch... Also es muss was Illegales sein, damit es dir einen Kick gibt, oder wie? Naja, das sind ja auch letztendlich mächtige Personen, ja. Und die haben so viel Geld, die können sich rauskaufen aus allem Möglichen und machen halt gerne verbotene Sachen. Und es sind ja auch irgendwie triebgesteuerte Männer, vor allem Männer meistens. Und die stehen vielleicht ganz oft zufällig, wie auch zum Beispiel Charlie Chaplin, das soll ja auch so ein bisschen auf junge Leute gestanden haben. Und wenn du es kannst und du in solche Kreise reingerätst und oder mitbekommst, dass man sowas machen kann, dann ist es sicherlich sehr reizvoll. Aber ich finde es halt schon deswegen nicht schlau, weil das ja jederzeit auffliegen kann. Ja? Das sind ja auch keine gefangenen Frauen dort. Ich glaube, die kriegen auch irgendwie Geld und also viel Geld. Und die werden ja nicht einfach dann umgebracht nach so einer Nummer. Die wissen ja auch dann, wie Epstein, wissen ja, dass diese Frauen auch noch weiter leben und dass sie das auch bezeugen können irgendwann. Auch wenn du erst tot bist, dann ist halt dein ganzer Ruf im Arsch. Klar warst du dann irgendwie Matt Groening irgendwie und hast irgendwie geile Sachen gemacht, aber nach deinem Tod kommt dann irgendwie raus, oh, der war pädophil. Dann ist dein ganzes... Das hast du jetzt gesagt. Also das habe ich bewusst nicht gesagt. Der hat sich halt nur die Füße schrubben lassen. Als Beispiel. Und hat die Frauen vielleicht nicht selber durchgeschrubbt, aber... Ja, also ich bewege mich jetzt auch erstmal ein bisschen auf dünnes Eis. So dieses irgendwie, dass man junges Gemüse attraktiv findet, ist jetzt ja gesellschaftlich nicht so ungewöhnlich. Von beiden Seiten meinst du, vom Geschlecht her? Ja, ich meine, also... Also wenig Leute sagen, oh jetzt so eine 50-Jährige, das wär's. Das stimmt so. Tatsächlich, ja. Dann sagt man ja eher, oh jetzt so eine 18-Jährige. Obwohl, also, ne, manchmal, wenn die dann den Mund aufmachen, willst du dich lieber erschießen, als dir die Scheiße anzuhören, die die von sich geben. Aber zum Glück sind unsere Zuhörer jenseits der 18. aber so, also ich glaube, viele, die das erstmal kritisieren, wenn sie in der Gelegenheit wären, würden sie das auch machen, so. Ja. Wir gehen jetzt erstmal von 18-Jährigen aus, so. Aber dann dieses, also so dieses Kinderding kann ich gar nicht nachvollziehen, weil die ja, die sehen ja noch nicht nach was aus, was irgendwie sexuell verwertbar ist. Also weißt du, wie ich es meine? Das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber... Da gibt es ja noch diese Zwischengrenze, so dieses zum Erwachsenwerden. Ja, ja, also... Charlie Chaplin, wo drauf gestanden zwei, ist. Zwei Frauen, die irgendwie genau gleich aussehen, exakt gleich, die eine ist 30 und die andere ist 16, so. Jetzt nur mal angenommen... So, okay, nur weil da irgendwie auf dem Pass was anderes steht. So, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, aber dazu kommt natürlich die Ebene, dass das irgendwelche, die Minderjährigkeit heißt ja nicht nur irgendwie unerfahren, sondern einfach, dass die einfach dumm sind. Also, dass du die, du kannst halt alles mit denen machen. Oh Gott. Ja doch, es ist ja aber, so, aber sie wissen nicht, was sie tun. Das ja eben, genau das meine ich. Du, deswegen gibt es auch die Schutzgrenzen. Also nicht, du kannst alles mit denen machen, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja. So, und das ist ja der richtig
beschissene Part daran. Die sind beeinflussbar. So, dass die es einfach nicht raffen, dass sie, deswegen hat es ja mit Michael Jackson, Gott bewahre, dass er irgendwie Kinder angefasst hat, aber deswegen hat das ja so gut funktioniert, weil er ist ein großes Idol und der wird mir schon nichts Böses wollen. Ich vertraue dem mal so. Ja. Und genauso, wenn da ein Millionär daherkommt, der mit Geld wedelt und so, da in dem Alter kannst du es vielleicht nicht ganz einschätzen. So. Ja, das geht schnell. Also ich kann es nachvollziehen, dass der Reiz da ist. Und es gibt auch die beiden evolutionären Faktoren, die so in Menschen drinstecken. Bei Männern ist es oftmals so, dass sie sich bewusst für jüngere Frauen entscheiden, die halt noch fruchtbar sind. Es steckt immer noch in einem Mann drin. Und bei Frauen ist es halt oftmals so, dass sie nach jemandem suchen, der Erfolg hat, attraktiv ist und der halt viel hat. Sexismus, Tino, ist am Start. Er hat mit Sexismus nicht viel zu tun. Frauen klötzen nur nach Männern, die erfolgreich sind. Die sind alles Gold, Digga. Ich weiß nicht, was du meinst. Evolutionäre Studien so, also, oder Forschungen, die es gibt. Klar, es gibt auch dann noch diverse Menschen und Homosexuelle, alles richtig. Ich verstehe absolut, was du meinst. Nur du sagst einfach, kommt. Du sagst, Epstein sollte freigesprochen werden von allen Sünden, weil es ist in seiner Biologie genau drin, Kinder zu habe ich gerade gesagt. Nächstes Thema. Okay. Tino, wir versuchen es nochmal. Vor 2 Wochen habe ich das versucht. Was war denn das Thema, was mich die letzten Wochen am meisten beschäftigt hat? Ich weiß, es war nicht Rammstein, es war nicht die Bösen Onkels. Nein, es war China. Ja, aber lass uns mal kurz auf die Bösen Onkels kommen. Die haben 2016 ein Album rausgebracht. Das wusste ich überhaupt nicht. Da wurden wir, das wusste sogar ich. Ja, ich halt nicht. Ich dachte echt, Adios damals wäre das letzte Album gewesen. Also das richtige Studioalbum, meine ich, mit neuen Liedern und so. Aber die haben ja echt wie heißt es, Memento oder so, glaube ich, haben die ein Album rausgebracht. Ja, es sind halt wieder keine Banger dabei. So. Also ich glaube, die haben ihren Pep verloren so ein bisschen. Das hat auch Vince erzählt, dass irgendwie das Album scheiße war. Na, scheiße würde ich nicht sagen, aber es ist einfach nichts Besonderes. Einfach, es ist kein Hit dabei, der noch in 20 Jahren irgendwie relevant sein wird. Aber auf Gute Freunde wird man immer krölen. Ich freue mich sehr auf das neue Album, was rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich noch mehr auf Hongkong, jetzt darüber zu sprechen. Hast du dich in der letzten Woche ein bisschen mit Hongkong beschäftigt? Du hast mir vieles geschickt und ich habe auch vieles gelesen. Und auch eine andere Bekannte von mir ist ja auch gerade in diesem Thema sehr stark drin und macht jeden Tag Stories darüber. Mhm. Sie fliegt sogar extra irgendwie jetzt in den Ferien dahin und will da Sachen tun. Und ich habe ein bisschen Angst um die Person, weil ich halt... Ach, so schlimm ist es nicht. Ja, doch, ein bisschen schon. Nee, also ich glaube, so schlimm ist es, glaube ich, wirklich nicht, dass aber das Schiss haben muss. Aber erzähl mal den Leuten, was da vorgeht. Es sind, glaube ich, in den 10 Wochen, die jetzt in Hongkong die Stadt brennt, mehr oder weniger, sind, glaube ich, nur 5 Leute gestorben, das durch Suizid. Vielleicht war es natürlich der berühmte Epstein-Suizid. Ja. Ja, das kann der natürlich sein. Epstein-Effekt. Ja. Nee, aber ich glaube, also so gefährlich ist es nicht. Und gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte mich eigentlich mal mich erkundigen, ob man quasi einfach einen Flug auf jemand anderen buchen kann. Geht das? Seit dem 11. September glaube ich nicht mehr. Das ist ungünstig, weil ich will nicht irgendwie, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie 500 Euro als Spende bekommen würde und mir davon einen Flug kaufe. Zwinker, zwinker. Dann, ich kann den Flug, glaube ich, jetzt nicht irgendwie am Ende des Jahres gegenrechnen. Also es war jetzt erstmal nur so eine fixe Idee. Ich habe auch extrem irgendwie das Verlangen, nach Hongkong zu fliegen, so. Aber ich würde niemals jetzt von meinem Geld... Die nehmen dich hops. Wegen Winnie Pooh, ich weiß schon. Aber noch gibt's das Gesetz ja nicht. So, es kann natürlich passieren, aber ich glaube nicht, Tag, dass ich... An dem Tag, wo du ankommst, heißt das, ab heute gilt das und dann bist du weg vom Fenster. Ja. Und dann sitzt hier ein MCM in Zukunft beim Brennpunkt. Ja, also ich das glaube kannst du nicht, mir nicht antun, ja. Ich glaube nicht, dass Xi Jinping mich so hart auf dem Fokus hat, dass ich da weggekascht werde. Aber wir werden sehen. Die Frage war einfach nur, ob ich... Ich will halt keine 500-Euro-Donation entgegennehmen, um mir davon einen Flug zu kaufen, sondern wenn dann, dass mir einer den Flug dahin irgendwie schenkt, sozusagen, dann würde ich das auf jeden Fall machen und da live aus dem Schützengraben berichten, sozusagen. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Auf der einen Seite, wenn ich das sehe, ich kann es nicht anders leugnen. Dieses Gefühl irgendwie, da bewegt sich was, da will man irgendwie dabei sein, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, ich fliege dahin und dann gibt es hier Tiananmen Square 2.0 und die Regierung fängt an, auch auf ihre Leute zu schießen. Dafür gibt es erste Indizien, wie du auch gesehen hast. I know, die Panzer, ja. Aber ich fasse vielleicht einfach mal zusammen, was da passiert und warum reden wir dieses Thema eigentlich hier bei Brennpunkt Internet? Zum einen, weil es natürlich eine leidenschaftliche Sache für mich ist, aber zum anderen, das Internet auch immer mehr quasi die Augen auf Hongkong richtet. Das stimmt. An diversen Hashtags die Woche gesehen, auf Twitter wurde es doch relativ gut besprochen. Und ich fasse jetzt einfach mal zusammen, was so in der letzten Woche alles in Hongkong passiert ist. Was ich dir geschickt habe, das Militär ist losgefahren. Genau, die Panzer, ja. Genau. Ja. Paramilitärische Panzer angeblich, also nicht so ganz. Wir schießen jetzt euch alle tot, sondern
fast zum alle. Wasserwerfer und so ein Shit, ne? Aber ob das ganz so ist, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird es in der Bevölkerung so als Drohung wahrgenommen, die aber bewusst ignoriert wird, finde ich super stark. Mhm. Es gibt ja auch dieses übelst berühmte Bild von dem einen Typen, der von den 1000 Panzern steht. Das kennt man so eigentlich. Einkaufstüte, ne? Genau, man kennt das eigentlich nur als kleinen Ausschnitt, wo man 2 oder 3 Panzer sieht, aber wenn man das ganze Bild sieht, da sind halt 10 Panzer hintereinander. Ja. Das ist nochmal um einiges beeindruckender. Und ich habe gelesen, dass keiner weiß, wer der Mann war. Ja, ist richtig. Bis heute nicht. So, weiterhin wurde der Flughafen besetzt in Hongkong. Hast du wahrscheinlich auch gesehen. Du kannst gar nicht hinfliegen. Ja, der ist jetzt gerade wieder frei, also man kann es schon versuchen. Eine Frau wurde von der Polizei mit so, was sind das so Geschosse, so kleine Säckchen oder irgendwie sowas, so Plastikgeschosse oder sowas, wurde sie im Auge getroffen, ist jetzt permanent blind auf dem rechten Auge. Mhm. Das hat auf jeden Fall harten Outrage mit sich gezogen. Da gab es dann auch Demonstrationen, wo echt Hunderte, Tausende sich ihr Auge so zugehalten haben am Flughafen, um da zu zeigen, wie. Zwei sieht man besser. Ja. Das war so eine ZDF-Aktion. Ja. Die haben es mal Neo gesehen da am Flughafen. Genau. Peter Wu, das ist ein sehr reicher, ich glaube, einer der reichsten aus Hongkong, der hat mittlerweile schon 1 Billion an Wert verloren durch diese ganzen Proteste, weil seine Immobilien, die sinken dann im Wert und so. Und er hat jetzt nur noch einen Net Worth, ja, einen Wert, dieser Mann, von 11 Billionen Euro. Davon kann doch keiner leben. 11 Milliarden, holy shit, Mann. Jedes Mal dieses hässliche Billion, Milliarden, ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Fiasko. Ne? Ja, Mann, warum kann die, das ist genau wie mit Yard und Feet und Alter, könnt ihr nicht einfach und mal das metrische. Ja, nee, die Amerikaner sollen endlich mal das fucking metrische System übernehmen. Also, 1 Milliarde hat er verloren und er ist jetzt nur noch 11 Milliarden wert. Der arme Mann. Jetzt hat er sich zusammengeschlossen mit anderen Celebrities und hat gesagt, hey, hört mal auf mit euren Protesten. Hm. Das ist doch auch eine schöne Aussage. Och, ey, wenn ihr dafür für Rechte und Demokratie auf die Straße geht, ich verliere Geld dadurch, bitte hört mal auf. Das ist doch schön, oder? Ich würde sagen, jetzt erst recht so. Auf jeden Fall. Bevölkerung. So, dann, das ist jetzt eine der neuesten Sachen, die Hongkonger wollen alles Geld von den Banken nehmen und in US-Dollar umwandeln. Um zu zeigen, hier, Hongkong ist nicht einfach so ein Hafen, wo man mit Geld verdienen kann, also von Mainland China aus gesehen. Finde ich auch ganz nett. Dann haben die chinesischen Medien berichtet, Hongkong ist, und jetzt zitiere ich mal, asking for self-destruction. Also sie wollen ja nur sich selbst zerstören. Das finde ich eigentlich auch eine nette Aussage, wenn man sich so vorstellt, wie soll denn das passieren, wenn dann die Militärfahrzeuge da vor Ort sind und dann das Feuer eröffnet wird. Die Hongkonger, die schmeißen sich dann mit, die schießt endlich los, damit wir uns in die Kugeln reinschmeißen können. Hm. Wundervoll. Polizisten sind als Protestanten oder als Demonstranten verkleidet gewesen und haben Leute verhaftet. Auch sehr nett. Hm. Eigentlich müssen die sich ausweisen, wenn gibt es auch so Videos, wie dann Reporter fragen, ey, bist du Polizist? Und sie ignorieren das. Ja. Auch alles nicht rechtens. Müssen wir mal Rollen tauschen, müssen einfach die Demonstranten als Polizisten auf die Demo gehen. Ja, stimmt. Das wäre gut. Zahlreiche. Zahlreiche Videos habe ich gesehen von Klopperei, also wirklich wie da in engstem Raum plötzlich die Leute mit einem Schlagstock rauskommen und die ganzen Demonstranten niederknüppeln. Hm. Dann gibt es 2 Videos, wo Demonstranten, das fand ich ganz nett. Ich bin echt ganz weit entfernt von ACAB, All Corps, bla bla bla. Was da abgeht, ist auf jeden Fall nicht geil. Aber ich kann nicht umhin, das ein bisschen geil zu finden, wenn da so ein Polizist Leuten hinterherrennt auf offener Straße, einer stolpert von den Demonstranten, fällt auf den Boden, der Polizist will auf ihn einknüppeln und wird in dem Moment von einem anderen Demonstranten übelst hart weggerubbt. Dann wird ihm der Knüppel geklaut, ihm kurz einmal auf den Kopf gehauen und dann rennen alle weg. Ist unterhaltsam. Das, sowas habe ich zweimal gesehen. Ja, da ist auch die Frage, ob diese Polizisten eigentlich auch privat eine andere Einstellung haben. Ist richtig. Aber also diese Szene, die ich da gesehen habe, es war wirklich mehr so wie Menschenjagd und nicht wie, also er rennt den hinterher, um die zu knüppeln, nicht um jetzt irgendwie eine sinnvolle Verhaftung zu machen, sage ich mal. Und eine ähnliche Szene gab es auch nochmal am Flughafen. Da wurde auch ein Polizist hart weggeknüppelt. Und aber alles, muss man dazu sagen, eigentlich sind die Demonstrationen sehr friedlich. All diese Szenen sind halt, wenn quasi sich verteidigt wird gegen Polizeigewalt. Hm. Und dass es Polizeigewalt gibt, ist einfach nicht mehr zu leugnen, denn es wird Pfefferspray verwendet zuhauf
und Tränengas in geschlossenen Räumen, ja, obwohl auf dem Tränengas noch draufsteht, bitte nur im Freien verwenden. Mhm. Können Sie nicht lesen, ich lesen. Ja, steht auf Englisch drauf, raffen Sie nicht. Mhm. So, und dann ist noch ein Video gezeigt worden, wie ein Polizist bei verhafteten Demonstranten eine Waffe in den Rucksack schmuggelt, während er gerade nicht hinguckt. Aha. Auch sehr interessant. Ja. Irgend so ein machetenartiges Ding. Aber du kannst auch nichts machen dagegen. Wenn die Regierung da eh nicht demokratisch ist, dann hast du irgendwie, also nicht wirklich zumindest, dann hast du ja die Arschkarte. Du kannst nichts machen, außer weiterzumachen und hoffen, dass es was wird. Hm. China hat jetzt mittlerweile gesagt, das sind Hongkong, das sind alles Terroristen. Ist auch so interessant, viele, ja. Wenn man sagt, irgendwie 80% einer Stadt, das sind alles Terroristen. Hm. Ist erstmal eine nette Aussage. Und, es gibt so Staaten und Länder ja und auch geschichtliche Ereignisse, in denen Bevölkerungen auch ihre Volksvertreter oder Führer einfach erschossen haben. Ich will es nur mal so in den Raum werfen. Das gab es halt schon in der Geschichte. Tu immer mit deiner Gewalt. Nein, ich frage mich halt, wann es dazu kommt, ja, und warum die das nicht befürchten, die chinesische Regierung. Die müssen doch diese Warnzeichen sehen, wenn da irgendwie Milliarden Menschen auf der Straße sind irgendwie. Ja, das Ding ist, das ist halt nur in Hongkong, die wirklich vom Rest von China, ja, aber selbst Hongkong. Die sind sehr treu, was das angeht. Mhm. Auch die Celebrities, da gibt es jetzt auch Spekulationen, dass das vielleicht so von der Regierung aus ist. Die haben alle einen sehr identischen Text gepostet, ähnlich wie das bei uns passiert ist bei Artikel 13, wo dann plötzlich alle Celebrities oder alle C-Listen ankamen. Alle die Leute, die eigentlich nicht so in Social Media unterwegs sind, haben dann plötzlich den gleichen Text gepostet. Ah, Artikel 13 ist so toll. Genauso haben jetzt hier die chinesischen Celebrities gepostet. Oh ja, hier in Hongkong, mach das mal nicht, das ist irgendwie nicht so gut. Also der Rest außer Hongkong, die sind schon sehr staatstreu so. Hm. Und aber das Hongkong ist ja eh so ein bisschen unabhängig. Ja, genauso staatstreu ist nämlich auch Carrie Lam oder Lam. Ja, aber wahrscheinlich, ja, ist ja auch scheißegal, wie der ausgesprochen wird. Da habe ich den Interview geschickt von. Hm. Die wurde interviewt und wurde gefragt, können Sie jetzt hier frei entscheiden oder sind Sie quasi unter der Fuchtel von China? So, und sie weicht halt dieser Frage 2 Minuten lang komplett aus. Und hinterher, der Reporter fragt immer wieder nach und sie so am Ende, ich habe die Frage bereits beantwortet und zack, dann hat sich das erledigt. Kennen wir auch von hier. So, die Schauspielerin von dem neuen Mulan, den ich eh nicht gucken werde, die hat auch gesagt, ey Hongkong, ihr macht das gerade ganz blöd, ich möchte das nicht. Schwierig. Die Hongkong-Leute wollen darauf jetzt den Film boykottieren, alle nicht angucken. Finde ich gut. Ich mache mit. Aber ich hätte es auch sowieso nicht geguckt. Nee. Jetzt kann ich aber mich dabei noch besser fühlen. Ich habe ihn schon gesehen damals als Kind, den ersten Teil. Ja, oder es geht ja um die Realverfilmung. Ich weiß und mich hätte es schon interessiert irgendwie, aber jetzt mache ich es auch nicht mehr. Ja. Hast jetzt davon, du Mulan-Schauspielerin. Ich finde bei der ganzen Sache auch, ne, fernab von China oder Hongkong oder was auch immer, einfach eigentlich dieser Gedanke, eigentlich müsste die Polizei ja für die Gesellschaft arbeiten. Und da fühlt es sich aber an wie gegen die Gesellschaft. Und eigentlich müsste auch die Regierung seine Bewohner fürchten und nicht die Bewohner die Regierung. Weil die Regierung ist ja nicht dazu da, irgendwie mit dir Versuchskaninchen zu sein oder so Experimente, sondern die sollen dich vertreten und im besten Gewissen für dich handeln. So. Und das passiert da definitiv gerade nicht. So, und das ist alles ein bisschen schade. Währenddessen, und das ist die letzte große Sache, kam jetzt noch die News raus, einer, der in so einem, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, Konzentrationslager war, ein chinesisches, hat gesagt, dass da die muslimischen Frauen sterilisiert werden. Und das ist laut Definition Genozid. Ja. Wenn man verhindert, eindeutig, dass eine Rasse oder eine Bevölkerungsgruppe sich fortpflanzen kann, dann ist das Genozid. Genau, du musst ja nicht aktiv die Menschen töten. Es reicht auch schon, wenn du verhinderst, dass sie sich ausbreiten oder vermehren können. Und es ist halt einfach allen egal, weil China, die machen, das sind ja die coolen Leute, die so billig irgendwie Produkte für uns herstellen. China, das neue Deutschland. Und wo man billig Arbeit bekommt. Wow, die lassen wir mal in Ruhe. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eine große Online-Präsenz hat, weil die ganzen Regierungen, die werden so lange nichts machen, bis es wirklich, wirklich eskaliert. Deswegen teil diesen Podcast, Leute. Ja, das will ich damit sagen. Flammendes Plädoyer, einfach nur um ein bisschen Reichweite zu generieren für uns. Nein, natürlich nicht. Uns geht's um die Sache, Leute. Hongkong. So, jetzt habe ich aber richtig heiß geredet, Tino. Das war's auf jeden Fall zu Hongkong. Beschäftigt euch gerne mal damit. Ja, Mann. Auch hier, ne? Wir hatten es ja, dieses Merkel-Ding können wir vielleicht gleich überleiten. Ich weiß nicht, ob du das aufgeschrieben hast. Merkel wurde ja auch so scharf kritisiert in einem Interview. Schlimm.
Ein richtiges Kreuzfeuer. Hier in Deutschland, da kann man ja gar nichts mehr sagen, hieß es im Interview. Und Merkel natürlich, alleine der Fakt, dass Sie hier gerade in der ersten Reihe so eine Frage stellen können und auch von mir eine Antwort bekommen, spricht vielleicht etwas dagegen, wovon auch donnernder Beifall dann noch kam. Ja. Wie gesagt, ich bin kein Fan von ihr, aber muss man einfach sagen, das war alleine sehr gut gelöst. Alleine dieser Fakt, ja, was die gesagt haben, ist schon witzig, aber das ist ja so ein AfD-Typ, wie heißt denn der, Thomas Naulin, der im Kreistag sitzt und er sagt so Sachen, der spricht ja erstmal wie so ein Grundschüler, der so seinen ersten Kurzvortrag hält, immer mit der Stimme so nach oben gehen. Also das ist meine Meinung, wir leben in einer Diktatur, also das ist meine Meinung und das geht anders. Das muss meine Meinung. Nee, eben nicht, er spricht ja echt so wie so ein kleines Kind. Und die DDR würde vor Neid ablassen. Ja. Das will ich auch offen und ehrlich sagen. Und wir leben in einer Diktatur. Ja. Und er widerspricht sich quasi selbst. Das meine ich. Das verglichen mit der Situation in China/Hongkong, da kann man vielleicht doch noch mal ein bisschen was mitnehmen. Also, liebe Leute. Das war sehr süß. Also, guckt euch das mal an. Merkel gegen Thomas Naulin. Das war echt sehr witzig. Ich musste echt wirklich lachen. Gut. Und auch Merkel noch, die ist völlig out of control derzeit. Nein, hat sie wieder gezittert? Hat sie jetzt den Boogie hingelegt? Nein, oder? Sie lässt die anderen zittern. Und zwar ist es so, dass sie jetzt eine staatliche Seenotrettung fordert. Wie jetzt? Sie möchte, das ist ja unvorstellbar. Unvorstellbar, sie möchte wirklich, dass man jetzt staatlich steuert, dass Menschen gerettet werden. Abartig. Unfassbar. Spuck ich drauf. Was kommt als nächstes? Bergrettung? Nee, ich hoffe nicht. Apropos Berg. In der Antarktis wurde Mikroplastik gefunden. Im Schnee. Im Schnee, es schneit Plastik. Das ist echt hart. Toll. Ne? Das ist super geil. Kannst du dir die Geschenke Mund sparen? Auf, hat der Schnee jetzt ein bisschen Würze. Geil. Ja, gut, haben wir mal drüber geredet. Schlepperei. Merkel. Immer das gleiche. Schlepphoden. Mal was Uplifting-mäßiges. Es gab eine was war es? 50 Jahre Woodstock. Echt? Voll Uplifting. Du kennst Woodstock, ne? Dieses ja. Hippie-Festival. Ich habe in Woodstock gelebt gestern Abend. Geil. Das war wirklich, also Once Upon a Time in Hollywood. Aber da geht's auch um Woodstock, es geht nicht um Woodstock, oder? Aber natürlich geht's um Hippies so ein bisschen. Mhm. Es gibt ja, also Tarantino verwendet in seinen Filmen ja oft das Wort Nigger. Und Hippie ist in diesem Fall sein Nigger. Sein Nigger. Ja, das ist Hippie, ziemlich witzig. Hippie. Wie war dein Bingo eigentlich? Ich habe keins in 5 Reihen geschafft. Soweit ich weiß, ich kontrolliere es dann nochmal, weil ich kann natürlich nicht alles präsent. Ich gucke ja nicht den Film mit dem, also für alle Leute, die es nicht wissen, ich habe vorher so 25 Sachen, die in Tarantino-Filmen sehr üblich sind, aufgeschrieben und geguckt, ob ich ein Bingo schaffe. Ich habe nicht geschafft, alle in einer Reihe zu haben, aber es sind über die Hälfte passiert, glaube ich. Immerhin. Ja. Jedenfalls 50 Jahre Woodstock fand ich ganz witzig. Die sind nämlich ab sofort barriere- und rauchfrei. Das heißt, auch Rolli-Rocker können da quasi auch jetzt auf den... Rolli-Rocker. Die werden so genannt offiziell bei Festivals. Und Rauchverbot auf dem Woodstock. Das war's dann wohl. Das fand ich sehr witzig. Das war's dann mit Kiffen. Offenbar. Da müssen sie in Zukunft den Tee aus Engelstrompeten trinken oder sowas. Um dann noch irgendwie... Oder LSD aber Woodstock, einwerfen. Woodstock ist doch auch längst nicht mehr Woodstock, oder? Nee... Auch die Bands, die da auftreten. Es gibt halt auch nicht mehr so diese, oder vielleicht gibt es einfach heutzutage zu viele Stars, dass es sich so anfühlt. Es gibt halt nicht irgendwie, dass dann Jimi Hendrix kommt oder Bob Dylan, so Weltstars, die irgendwie aber jeder kennt. War der schon berühmt bei Woodstock? Ich weiß gar nicht, war das sein letzter Auftritt oder war das sein erster? Also Jimi Hendrix erster? War ziemlich sicher schon berühmt. Bei Bob Dylan weiß ich es gerade nicht. Ich habe gelesen, dass Jimi Hendrix irgendwie vor ganz wenigen Leuten nur gespielt hat. Bei Woodstock, bei Woodstock. Ja? Okay. Da war wohl schon die Hälfte wieder zu Hause von den Leuten. Okay. Habe ich gelesen. Aber das nur der kurz. Der ist doch 70 gestorben, also das kann doch nicht sein. Oder ist er auch erst nach seinem Tod so richtig berühmt geworden? Nee. Eigentlich nicht. Naja. Ist gerade gefährliches Viertelwissen, ich weiß es nicht. Ja, nur als kurze Uplifting News. Ja. Also 50 Jahre Woodstock finde ich schön. Ich gratuliere den Leuten, die da spielen und die immer noch leben und immer noch hingehen. Was aber viel wichtiger ist, ist die Frau nicht Julia Reda, nein, Greta Thunberg. Ach, die Greta segelt wieder und der CO2-Verbrauch vom Segelboot ist viel höher als die vom Flugzeug. Was machten die immer, ey? Die hat so einen hohen CO2-Verbrauch, die erzählt immer nur Scheiße den ganzen Tag. Und leider stimmt der Fakt zumindest, dass... Der Klimawandel ist eine Lüge. Das stimmt nicht, also glaube ich zumindest. Aber der eine Fakt, dass sie jetzt mehr Schaden verursacht, als sie einspart, ist leider richtig. Ich habe mich mal belesen über diese Geschichte, weil ich auch erst dachte, es wird ja wieder irgendein Scheiß vorgeworfen, der überhaupt nicht stimmt. Aber
Eigentlich wäre sie ja mit ihrem Vater alleine hingeflogen und zurückgeflogen. Und das wollte sie einsparen. Deswegen segelt sie jetzt mit ihrem Vater und einem fünfköpfigen Team über den Atlantik. Und irgendwie müssen aber noch Leute irgendwie mit rüberfliegen. Ich weiß gerade gar nicht warum, aber jedenfalls fliegen dadurch jetzt irgendwie mehr Leute mit dem Flugzeug hin und zurück, als wenn sie alleine mit dem Vater geflogen wäre. Wegen dieses Segelschiffs. Es stimmt leider, dass jetzt mehr quasi Sitze besetzt worden sind. Es sollte ja eigentlich Symbolcharakter haben. Deswegen finde ich das ein bisschen Quatsch, das so auseinanderzunehmen. Also an sich kann man auch sagen, die Aktion an sich ist Quatsch. Aber man kann es den Leuten halt nicht recht machen irgendwie, ne? Nee, ich finde es irgendwie das Meme, was du mit mir gezeigt hast, dass die Allmanns halt selber irgendwie drauf scheißen. Ja, die fahren für 40 Cent Rindfleisch, fahren die mit dem SUV irgendwie zum nächsten Rewe um die Ecke. Und wenn Greta Thunberg irgendwie, weiß ich nicht. Wenn die irgendetwas macht. Wenn die irgendwas macht, dann heißt es. Wenn sie mit dem Zug fährt, wird geguckt, ob sie auch keine Plastikverpackung an ihren Produkten hat. Genau, ob sie auch diese CO2-Emissionssteuer da drauf zahlt, wie man das ja machen kann bei der Bahn oder bei Flixbus. Aber selber ist man ein Idiot. Das ist halt auch der Punkt, es geht doch gar nicht darum, ob das Individuum jetzt irgendwie. Also schon ein bisschen, ja. Ob das Individuum jetzt 2 Plastikpackungen in der Woche kauft oder 5. Da geht es schon auch ein bisschen drum, aber im Grunde geht es doch eher darum, so global Awareness zu schaffen, dass einfach die Welt ein bisschen geeint wird in diesem einen Ziel. Und das kann man doch da nicht absprechen. Also ob man da jetzt fucking segelt, wie gesagt, also das hätte es für mich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, die suchen halt nach Gründen, ja, um ihr irgendwie, um sie schlecht zu reden und um sie dumm dastehen zu lassen. Das ist ja der Punkt, nur weil sie jetzt durch diese Segelaktion mehr CO2 verbraucht, heißt doch nicht, dass ihre ganze Agenda irgendwie scheiße ist. Ja. So. Da gibt es sicher nicht nur Positives dran, das will ich auch gar nicht sagen, aber meine Güte. Also einfach nur den Gedanken, den Planeten besser zu machen, der kann doch einfach nicht schlecht sein. Aber im Kleinen sehe ich es, dass es so ein bisschen wirkt aktuell. Ich war jetzt vorhin beim Rewe und da habe ich mir so einen Salat zusammengestellt und die hatten früher so nur so Plastikbecher, irgendwie so Plastik, wie heißt das denn, Schüsseln irgendwie zum Mitnehmen. Jetzt sind die aber irgendwie aus Papier, also aus Pappe. Ja, also voll da nice. Ist allerdings, es ist nice, müssen wir halt mit leben, weil die Leute machen es, also ich glaube, die großen Konzerne machen es eher dann um so, ja, es ist halt so ein Marketing-Ding, ne? Aber guck mal, wir bieten jetzt auch Papiertüten an. Ich sag ja auch nur, im Kleinen passiert das. Aber es ist natürlich trotzdem was Positives, muss man, wie gesagt, mit leben. Es muss auch mal so anfangen im Kleinen, ja, du musst ja erstmal die kleinen Dinge verändern, bis man dann Großes bewirken kann, weil dann, wenn es in deinem Alltag stattfindet, dann können auch deine großen Unternehmen sich dem anpassen, woran sich auch die Leute gewöhnt haben. Ich glaube, Greta Thunberg wird später auch, wenn sie mal volljährig ist, so ein richtiges Brett. Meinst du? Ja. Ich habe neulich mal drüber nachgedacht. Die knuffig, die Kleine. Knuffig, ja? Also, knuffig, das ist so die Bäckchen so. Auf die wartest du die 2 Jahre. Wie alt sind die jetzt? 16? Ich glaube schon. Nee, aber ich habe mir neulich mal überlegt, jetzt völlig unrelated, aber Behinderte, ja? Behinderte irgendwie ein bisschen, es gibt ja Behindertenfeindlichkeit. Ich glaube, Ablismus war das Wort, was ich neulich mal gesucht habe. Handicapismus oder Ablismus ist beides Behindertenfeindlichkeit, soweit ich weiß. Und da habe ich mir überlegt, ja, weil ich bin ja zum Beispiel jemand, der so Hygiene echt gut findet, ja, und ja, auch das ein oder andere Problem, also irgendwie mit einer verschwitzten Alten irgendwie in einer Disco auf dem Klo, oh, Alter, da zieht sich bei mir alles zusammen, ja, so, aber Behinderte, nicht jetzt jede Form, aber wenn irgendwie ein Behinderter halt motorisch nicht so ganz auf der Höhe seiner Fähigkeiten ist, und man vielleicht aufgrund dessen ein bisschen Sorge hat, dass die Person nicht ganz so hygienisch ist. Ist das dann wirklich ganz schlimme Behindertenfeindlichkeit, wenn man sagt, okay, ich möchte dich jetzt gerade nicht umarmen? Das ist jetzt erstmal, das ist nicht vorgekommen. Das war nur so ein Gedanke von mir. Der Unterschied ist ja, dass du die Person gerade nicht umarmen willst. Ja. Aber nicht aufgrund dessen, sondern weil du sie vielleicht schon ein bisschen riechst. Ich rieche ja gar nicht, das ist ja das Problem. Bei mir wäre halt der Gedanke so ein, ich sag mal jetzt so ein typischer Asozialer, ja, der auch daherkommt und optisch schon so ein bisschen aussieht wie, ja, Hygiene ist jetzt nicht seine Nummer 1 Agenda. Da würde ich halt auch vielleicht den nicht umarmen wollen, ja. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, weißt du, also jemanden, den ich jetzt auch nicht kenne, ich gehe jetzt erstmal nur rein fiktiv, okay, das ist jetzt eine Person. Es war nur so ein Gedanke, es ist nicht so, dass ich schon mal in der Situation war, es war nur so, gibt es nicht vielleicht auch guten Grund, ja. Ja, Behinderte doch. Zu hassen. Ja, natürlich gibt es die immer, ja. Es gibt über alle Randgruppen irgendwelche Gründe, sie hassen zu dürfen und zu können. Aber
Es ist, glaube ich, nicht wirklich feindlich aufgrund, dass sie behindert sind, sondern du hast nur etwas gegen eine Begleiterscheinung. Es ist ja in dem Moment davon. Mein Problem, dass ich so einen übertriebenen Hygienefimmel habe. Richtig. Es ist ja mein Problem. Das ist ein ganz schwieriges Thema, ja. Gell? Ich weiß gar nicht. Aber weißt du, jemand, der irgendwie wirklich körperlich... Oder geistig eigentlich auch viel mehr. Auch geistlich, die auch geistig ja, stimmt, sind, eigentlich auch die, bei die geistig behindert. Ja, die haben es vielleicht ganz... Vielleicht. Ja, das ist auch nur Spekulation. Ja. Kann natürlich sein, dass die da gerade irgendwie bei Reinlichkeit besonders integer sind, aber alles andere vielleicht irgendwie vernachlässigt. Was weiß ich. Aber wer es war erstmal nur ein Gedanke. Aber gerade körperlich Behinderte werden noch gewaschen eigentlich immer. Vor allem, ja, stimmt. Aber vor allem, ja. Das war echt witzig. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier gerade passiert. Also, ich habe gerade sehr laut gesprochen. Wir sind in einem Studio, was eigentlich so halbwegs hermetisch verriegelt ist. Aber jedes Mal, wenn Tino hier irgendwie laut Hitler ruft oder so, gucken die Leute auch schon. Ja, ja. Und dann haben wir diese echt flammende Diskussion über Behinderte. Und in dem Moment winkt jemand, der augenscheinlich vielleicht leicht körperlich behindert ist, in unser Studio rein. Gott, das kannst du dir nicht ausdenken. Wer war das denn? Ja, ich kenne ihn gar nicht. Auch keine Ahnung. Ein Gast des Hauses. Ich wollte vor allem eigentlich sagen, wir haben noch so viele Themen, aber nur noch 5 Minuten Zeit. Lass mal über was Sinnvolles sprechen. Auf einmal hate ich hier über Behinderte ab. Es ist kein Hate. Es ist wirklich kein Hate. Es war erstmal nur rein theoretisch. Es ist ein Gedankenspiel. Ja. Ja, Trump will Grönland kaufen, habe ich noch aufgeschrieben. Ja, habe ich auch. Der Daily Trump, Mann, das war eine Riesensache. CNN hat geleakte Dokumente bekommen, wo drauf stand, das ist quasi ein... Pia, geht nicht, ich bin gerade in der Sendung. Na dann... Willst du dem Millionenpublikum was sagen, kurz? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich rufe dich zurück, tschüss. Küsschen. Dann kannst du noch zurückrufen. Später. Später. Okay, ciao. Ungefähr. Kann sein, dass es sich dann aber erledigt hat und wir nicht mehr können, ne? Plus, minus. Später, tschüss. Küsschen. Die Vorwurfsfall, dann können wir vielleicht nicht mehr. So, also, der hat, es wurden Dokumente geleakt, die Trump-Administration hat, oder ist dabei, es ist ein Entwurf von einem neuen Gesetz, was stark das Internet zensieren soll. Hm. Auch sehr überraschend, ne, dass jemand wie Trump irgendwie der Kritik gar nicht gut findet und jede Gelegenheit nutzt, der war jetzt zum Beispiel auch in El Paso und hat die Gelegenheit im Krankenhaus erstmal genutzt zu sagen, wie er ja vor 1-2 Jahren mal hier war und was für eine riesen Crowd da war, während davor eben irgendwelche verwundeten Opfer von dem Shooting liegen. Ja. Großartiger Mann. Und dass der irgendwie Interesse daran hat, das Internet zu zensieren, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee. So, das ist ein Fehler, das ist ein Fake News. Dann lass nicht so, wir geben, übrigens würde ich Hongkong gerne mal den viralen Hitler geben. Ja, gerne, komm, ja. Der Ehren-Hitler. Genau, und meine Überschrift, Hong kommt endlich zu Potte, war natürlich nicht an die Demonstranten gerichtet, sondern an die Regierung, ja. Dass sie es endlich mal nachgeben soll. Die haben 5 Forderungen, die Demonstranten, könnt ihr euch im Internet genau durchlesen und die finde ich sehr in Ordnung. Gut, dann noch ein weiteres Thema, CEO-Geld ist seit 1978 um 1000% gestiegen. Schön. Ein CEO verdient heutzutage ungefähr 278 mal mehr als der Durchschnittsarbeiter des Betriebs. Das ist doch nett, oder? Verdient auch, ja. Finde ich. Wie gesagt, habe ich ganz oft schon erwähnt, man muss einfach irgendwie Milliardär sein. So ein Peter Wu, der muss einfach 11 Milliarden Euro haben. Der wird die in seinem Leben ganz oft noch ausgeben für ganz viel Spaß und der Gesellschaft viel brutto wieder zurückgeben. Aber scheiß drauf, komm. Ich hau noch am Ende ein paar Uplifting-Sachen raus und dann können wir die Woche bewerten. Oder wollen wir erst die Woche bewerten? Das ist wahrscheinlich besser. Zuerst die Woche bewerten. Ich habe extra diesmal das so gemacht, dass ich das unten alles angeordnet habe. Alles, was Schönes ist, dass wir mit einem guten Gefühl hier aus der Sendung gehen. Wenn wir jetzt schon so professionell die behinderten Mitglieder unserer Gesellschaft verachtet haben. Ja, also für China muss ich sagen, ist es schon über eine 5 auf jeden Fall. Also in der besseren Hälfte. Es ist gut, Action hier und da ist was passiert und diese ganze Epstein-Sache ist halt auch schon ein ganz großes Kaliber. Das ist auch spannend, ne? Das ist wie eine Serie gerade, die sich voll aufsplittet und die ganz, ganz vielen
Handlungsstränge hat. Ja, stimmt. Nur die Realität. Die Frage eben ist ja auch, ob diese Epstein-Sache jetzt dadurch, dass er gestorben ist, im Sande verläuft und so ein bisschen gesellschaftlich wieder aus dem Auge verloren wird. Dann haben die Leute genau das erreicht, was sie wollten. Sollte er denn umgebracht worden sein? Oder da ist vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Oder wird das jetzt wirklich weiterverfolgt und ein gewisser Pedoring oder was auch immer da jetzt nun sein sollte, aufgedeckt? Wer weiß, wer noch alles dahinter steckt. Ja, es noch mit bleibt drin spannend. Was denkst du, was hast du für eine Zahl im Kopf? Ich würde eine 6,5 geben. Hm? Vielleicht sogar eine 7. Ich gebe eine 7, glaube ich, auch eher. Okay, dann gehen wir zur 7. Ich kann es gerade aktuell nicht ganz einschätzen, wie gesellschaftlich relevant dieses Epstein-Ding wirklich wird. Hm. Wenn es wirklich in einer Woche im Sande verlaufen ist, dann würde ich noch einen halben Punkt wieder abziehen. Das wäre abgefahren, weil sein Tod ist schon ein großes Eigentlich Ding. Eigentlich ja, ne? Naja. Also eine 7 für die Woche. Geben wir eine 7. Und dann entlassen wir die Leute mit netten Sachen. Hast du vielleicht noch irgendeine Meldung vorher? Ja, es gab einen Spotify-Fehler. Oh. Es gibt irgendwie aus dem Saarland so einen 15-Jährigen. Ich dachte, du meinst den Spotify-Fehler, dass unser Brennpunkt-Internet nicht der beliebteste Podcast aller Zeiten ist. Das ist auch ein Riesenfehler. Ja. Das ist ja nicht wochenaktuell, das ist ja eigentlich daueraktuell. Das ist der Dauerfehler. Das Richtig. Ist der Fehler von Spotify. Richtig. Ja. Mhm. Und es gibt einen Rapper, einen 15-Jährigen, der heißt Future. Der hat halt einen neuen Song veröffentlicht, der heißt Ausländer 2. Mhm. Und hat so eine Wurst auf dem Cover, also recht lustig irgendwie. Und es gibt noch einen amerikanischen Rapper, der auch Future heißt. Okay. Und jetzt wurde von dem Sauerland Future der neue Song bei dem amerikanischen Future eingeordnet und als Neuerscheinung angekündigt. Vor allem hatte dieser Sauerland Future 50.000 Streams auf den Song innerhalb von ein, zwei Tagen und war ganz kurz ein Star. Und das ist ein deutscher Song und irgendwelche Amerikaner hören sich dann irgendeinen Song über Wurst an? Oder? Richtig. Nee, wie hieß der Song? Ausländer 2. Ausländer 2, ja. So eine Wurst von drauf und das haben viele erstmal nicht gemerkt, dass es ein anderer Künstler ist. Okay, die dachten, er ist jetzt voll durchgedreht, der Future, macht jetzt irgendwie anderen Rap. 3 Minuten. Ja. Und das fand ich sehr witzig. US-Star gegen Sauerland-Teenie. Okay. Sweet. Naja gut, dann habe ich noch ein paar Sachen. Die Heilung für die tödlichste Form von Tuberkulose ist gefunden worden. Aha. Das ist ganz nice. Und? Da habe ich mich aber gefragt, ist das nicht ein Song von Mike Oldfield, sag mal? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber... Ich glaube, der hieß so, Tuberkulose. Ja. In Tunesien gibt es jetzt den ersten schwulen Kandidat für das Präsidentenamt. Okay. Mexiko plant Steuern zu erheben für Junkfood, Soda, Alkohol, Tabak und so. Und all das Geld, was dadurch reinfließt, soll direkt ins Gesundheitssystem reinfließen. Das finde ich auch ganz nett. Schöne Idee. Mexiko, sagt man sonst immer, die machen irgendwie nichts für die Gesundheit, außer irgendwie die Köpfe abzuschneiden und sowas. Ja, ja. So Kartellgeschichten, aber scheinbar sind die doch ein bisschen weiter als Amerika. Ist auch nicht schwer. Und auch in Moskau, da hätte ich vielleicht früher drauf eingehen sollen, gibt es Demonstrationen. Jetzt schon das dritte Wochenende. Diesmal waren 50.000 auf der Straße. Die wollen nämlich faire Wahlen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Russland? Ja. Da ist da kein Bedarf, oder? Dann müssen sie woanders hingehen. Okay. Wo es faire Wahlen gibt. Ich weiß zwar gar nicht wo, aber Griechenland vielleicht? Dennoch die Demokratie erfunden. Um jetzt hier wirklich nochmal auf einer Note rauszugehen, ich hoffe echt so ein bisschen, dass diese Hongkong-Geschichten vielleicht die Leute auf den Philippinen so ein bisschen animiert, die Leute in Brasilien vielleicht gegen den Bolsonaro ein bisschen vorgehen, weil auch hier eine News gewesen, aber wir wollten ja positiv enden, dass irgendwie in den letzten 40 Jahren die Hälfte alles Wildlebens in Wäldern gestorben ist. Ja. Und der gute Bolsonaro den Amazon-Rainforest gerade gut abholzt. Vielleicht schaffen es die Leute ja so ein bisschen mal, sich bei Hongkong was abzugucken. Das wäre doch schön. Auch wir Deutschen können uns eine Scheibe abschneiden von China, finde ich. Ja. In vielen Dingen. Die ist dann bestimmt sehr billig, diese Scheibe. Ja, genau. Kann man sich mal leisten als Deutscher. Deswegen. Nun, ansonsten war es ganz toll mit euch, liebe Leute. Wir freuen uns, dass ihr hier zahlreich wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank natürlich an, wie hieß da, Fluffy für diesen tollen Leserbrief. Wir schauen mal, wir haben noch einen anderen Brennpunkt-Hörerwunsch in der Pipeline. Aber es ist halt auch Gamescom, deswegen müssen wir leider schauen, ja, wie das hier wird. Ja, wir haben ein bisschen Probleme, genau. Ja, also es kann sein, dass sich die Brennpunkt-Hörerwünsche etwas nach hinten verschieben, aber ihr schafft das. Aber sie kommen. Ihr schafft das. Ihr überlebt das. Fatih war's. Wie habe ich ihn genannt? Fluffy? Fluffy, ja, es ist ähnlich. Fatih, okay. Fluffy. Okay. Auch danke schon mal an den Podcast-Contest, dass wir gewinnen durften. Ja. Wir freuen uns sehr über das Geld. Ausgezeichnet. Genau. Irgendwas Unprofessionelles noch? Willst du noch mal ins Mikrofon rülpsen, oder?
Ich habe das bei der Beschreibung geschrieben, dass Unprofessionalität ein Markenzeichen von uns ist. Also. Nase putzen. Ich würde sagen, dann rücken wir jetzt schon mal langsam von den Mikrofonen Hitler. Weg. Die Musik ist gerade ganz laut und Behinderte sind eigentlich ganz okay. Wenn Behinderte sich waschen, umarme ich die auch gerne, Leute. Wirklich. Versprochen. Wir umarmen alle Menschen, die Arme haben. Wenn sie sich waschen. Ich bin halt einfach nur ein Fan. Es ist mein Problem. Ich gebe es zu. Auf Wiedersehen, Leute. Ich bin auch so hin und her gerissen. Bin ich ein Distanzierter und gebe den Leuten lieber die Hand? Oder ich bin aber auch manchmal so liebevoll und drücke Leute gerne so. Und ich bin immer so ein Zwiespalt. Ich weiß nicht. Also so am Theater oder wenn ich irgendwie beim Film muss ich auch mit Leuten rummachen, die ich gar nicht kenne. Wenn die gewaschen sind? Würdest du beim Theater sagen, ey, wasch dich mal bitte, bevor wir diese Szene drehen, das ist mir unangenehm? Naja, man merkt es ja vorher, was es für ein Mensch ist, dann kann man auch mal da einhaken. Ich habe es bisher noch nicht gehabt, deshalb habe ich nur attraktive Partnerinnen für Film und Theater.